So, ich sitze hier mit den beiden Gewinnern des Herrendoppel bei der Deutschen Meisterschaft 2014. Und die Liste an Namen, die ich hier jetzt gleich mal vortragen werde, ist nicht zu verachten. Min Jung Bai, Björn Krutzki, Erik Dahlmann, Fabian Bein, Longlong Krutwig, Jannik Hansen, Max Heuer, Oke Harms und nicht zu vergessen Zalewski und Pfingst. Jungs, das ist eine ganz ansehnliche Liste an Namen. Viele, die das hier sehen, werden den einen oder anderen schon mal gehört haben. Was habt ihr da gemacht? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Also wir haben noch nie, glaube ich, vorne im Elitebereich mitgespielt. Wir sind beides Amateure. Uns kennt wahrscheinlich auch keine Socke hier. Und das war mit Sicherheit auch ein Riesenvorteil für uns, weil wir immer als Underdog in die Spiele reingehen konnten. Und es war von daher ein Vorteil. Der Marc konnte seine Banden hinten rausschießen. Die kannte keiner. Mich kannte keiner. Wir konnten beide befreit ausspielen. Das war für uns ist ein Traum. Ja. Das glaube ich. Wie habt ihr die Nacht verbracht? Mit Champagner und Party? Ja, viel Party. Also wir sind die ganze Nacht durch die Bungalows gezogen, haben mit den Jungs gefeiert. Das war der Wahnsinn. Also wenn ich mir vorstelle, wer zu mir kommt und mir gratuliert, wo ich sage, das sind Leute, die ich hätte nie schlagen können, wo ich sage, da habe ich keine Chance gegen. Und wir haben es irgendwie gepackt. Als ihr heute Morgen aufgewacht seid, habt ihr es geglaubt oder musstet ihr erstmal nochmal so, musste das nochmal sacken, so, nee, wir haben es gar nicht geträumt? So durch den Nebel der letzten Nacht kam es dann irgendwie mal zu Bewusstsein, dass wir es geschafft haben. Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Okay, habt ihr irgendeine Idee, also warum, du hast gerade schon gesagt, ihr wart der Underdog. Was hat besonders gut bei euch funktioniert? Ich glaube, bei uns war es so die Harmonie zwischen uns. Wenn es bei mir mal nicht lief, hat der Marc hinten alles gehalten und weggeschossen. Wenn der Marc mal 3-4 Bälle nicht gehalten hat, habe ich durchgelegt und vorne alles weggeschossen. Ja. Also bei uns war es wirklich so, dass wir haben uns perfekt ergänzt. In Phasen, wo es bei mir nicht lief, war der Marc da und umgekehrt. Ja. Das war, hätte besser nicht laufen können. Ja. Also liebe Kickergemeinschaft, wenn man mal auf diesem Treppchen da oben stehen will, so funktioniert es, auch wenn man der Underdog ist. Ich habe ein, zwei Spiele von dir, von euch gesehen und deine Banden waren, glaube ich, mir irgendwann bei allen Elite-Spielern gefürchtet. Warum sind die so unhaltbar? Hast du eine Ahnung? Ich weiß nicht, das liegt vielleicht daran, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, auf den Tischen die Banden zu trainieren. Ich trainiere ganz viele Banden von hinten, aus jeder verschiedenen Position, mit jedem Timing. Das macht mir einfach riesig Spaß und deswegen viele Spieler, glaube ich, trainieren nicht so gerne hinten alleine. Und ich stehe halt so oft an den Tischen, einfach weil es mir Bock macht, Banden rauszupfeffern. Und das hat man wahrscheinlich auch gesehen. Das hat man gemerkt scheinbar. Spielt ihr schon lange zusammen, ihr beiden? Das ist eine lustige Geschichte, weil das war unser zweites Turnier im Prinzip. Wir haben die hessische Landesmeisterschaft zusammengespielt. Und das war unser erstes Turnier, was wir je zusammengespielt haben. Und das ist eigentlich auch eher aus der Not geboren, weil wir beide gedacht haben, wir haben mal Bock, miteinander ein Turnier zu spielen. Und der Marc sagt eine Woche vorher zu mir, ich habe momentan eigentlich gar nicht so viel Lust. Und deswegen spiele ich momentan nicht. Ja, und dann qualifizieren wir uns auf der Hessischen für die DM und gewinnen die DM. Verrückte Welt. Gut, dass du es doch noch einrichten konntest. Habt ihr heute auch Einzel gespielt? Nee, wir waren zu K.O. Also ich meine, wir haben ja die ganze Nacht gefeiert, da ging gar nichts mehr. Und scheint ja auch, dass der Teamgedanke scheint hier ja auch getragen zu haben. Jungs, ich wünsche euch, weiß ich nicht, wie lange das vorhält, eine tolle Woche, ein tolles Jahr, bis nächstes Jahr. Vielleicht könnt ihr euren Titel dann verteidigen. Jetzt sind natürlich alle so ein bisschen vorbereitet, aber dass ihr jetzt das zweite Turnier zusammengespielt habt, wird hier den einen oder anderen vielleicht auch nicht gerade glücklich stimmen. Naja, super schön. Sowas passiert auf deutschen Meisterschaften hier. Vielen, vielen Dank fürs Interview. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und eine gute Heimreise. Dankeschön. Ciao.